Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Last Light in der Redux-Version. Ja, mittlerweile nach einer langen, langen Reise sind wir endlich angekommen in der Venedig-Station. Was ist das für ein Leck? No, da unten. Sieht mir nach Dreck aus. Und die beiden hier, Fedor, unser Fährmann, der uns in der letzten Folge hergebracht hat, und Simon, der, ich glaube, stellvertretende Leiter von dieser ganzen Station hier, versuchen immer noch das Boot zum Laufen zu bekommen. Da unten. Sieht mir nach Dreck aus. Okay, aber mittlerweile wiederholen sich die Sachen, die beiden hier bereden. Na gut, Freunde, wir sind auf jeden Fall hier. Wir sind in Sicherheit, nachdem wir in der letzten Folge fast verreckt wären durch die Schrimps. Wann hast du ihn das letzte Mal überholen lassen? Scheint schon 100 Jahre her zu sein. Na, dann können ja 100 weitere vergehen. Hast du den Luftfilter überprüft? Du hast mir erst letzte Woche einen neuen besorgt. Was hätte damit schiefgehen sollen? Ja, wahrscheinlich nichts. Ach, ich mag die beiden. Die sind irgendwie sind die lieb. Ein paar Fische haben ja zumindest angebissen, genau drei Stück. Ich weiß es einfach nicht. Ja, probier es bitte einfach, ja? Klar, ich laufe nicht weg. Okay, also ich habe das Gefühl, egal wie lange wir da stehen bleiben, die werden den Motor nicht wieder zum Laufen bekommen. Na, dann gucken wir halt mal. Gucken wir halt mal und hoffen, dass wir hier nicht wieder von den Schrimps angegriffen werden, wie gerade eben. Was zum Teufel willst du von einem ehrlichen Arbeiter? Gar nichts. Ich will nur schauen, Idiot. Eine Station besetzt von Banditen. Das kann ja spannend werden. Und er hat eigentlich schon, er hier, der Simon, hat da schon in der letzten Folge gesagt, er möchte mit uns hier aufräumen, denn die Roten sind mittlerweile auch da. Die Leute der roten Linie, Pavel und Konsorten, anscheinend gerade im Bordell. Und wahrscheinlich will er die nicht hier haben. Und wir genauso wenig. Na guck mal, der hat ja doch ein bisschen was angebissen. Da wird gerade ausgeladen, schau mal. Der pennt da drüben. Oh, guck mal, da ist aber sogar was... Sollen wir das mitnehmen? Da sind sogar Patrönchen. Was soll das denn? Nix denn. Verschwinde von hier. Ja, ich bin schon wieder weg. Scheiße. Ich war gerade eingedrückt. Es tut mir leid. Okay. Fickt euch, ihr Arschlöcher. Okay, es tut mir wahnsinnig leid. Ich dachte, wir können vielleicht das Ding da mitnehmen. Lass mal ein Nickerchen machen. Aber gut, wir lassen das mal lieber liegen, bevor uns der da irgendwie noch was antut. Und so wie es aussieht, schlachten die hier gerade tatsächlich die Nosalis. Direkt daneben spielt ein Kind. Alter, und die haben hier Fische ohne Ende gesammelt. Guck dir das mal an, wie viele Kisten da stehen. Irgendwo da nach hinten werden die befördert. Und ich glaube, die Dame schlachtet da gerade tatsächlich einen Nosalis. Alter Falter. Dass das überhaupt essbar ist, wundert mich. Wir haben ja in der letzten Folge ganz schön viele von diesen Shrimps gesehen. Da gibt es natürlich auch ganz schön viele Formen von denen. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Kleinen an der Oberfläche, die uns gar keinen Schaden zufügen können, die einfach nur dort sind und die Leichen fressen zum Beispiel. Und dann eben die von der letzten Folge, die eben unten nisten und wahrscheinlich dort ihre Eier abgelegt haben. Und die neuen... Was ist denn? Die neuen Shrimps zeugen, die neuen Shrimps-Kinder zeugen. Aber anscheinend... kann man aus denen doch noch ein bisschen was rausbekommen. Anscheinend können die doch noch gegessen werden. So, jetzt kommt er mit der nächsten Kiste. Sehr gut, das läuft immer gleich ab. Finde ich interessant. Ich habe gedacht, man kann hier sich nur ernähren von normalen Tieren. Also zum Beispiel Schweinen, Ziegen, was man halt hier unten so halten kann. Aber dass man die Viecher hier essen kann? Gut, vielleicht nutzen sie auch nur irgendwelche Materialien, die aus denen rauskommen. Von den Knochen zum Beispiel. Oder von den Leder, von der Panzerung möglicherweise auch. Chitinpanzerung. Keine Ahnung. Gesund wird es wohl nicht sein, würde ich jetzt mal behaupten. So, was Neues für unsere Gasmaske. Nehme ich gerne mit. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um hier. In Venedig, in der überfluteten Station. Und man sieht auch schon, ich weiß, warum das so heißt. Venedig. Weil wir hier mit dem Boot von A nach B kommen. Nicht mehr mit irgendwelchen Railcars, mit irgendwelchen Sachen, wo wir unsere Schienen fortbewegen. Die gibt's hier nicht. Hier musst du mit dem Boot von A nach B kommen. Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch und Tante Nadja wird ihn uns braten. Woher weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs findest? So wie Mama. Wie bitte? Krebs? Ach, den fängt man nicht mit einem Haken. Aber Mama hat ihn sich gefangen und ist gestorben. Ich will keinen Krebs fangen. Nein, wir werden keinen Krebs fangen. Wir haben jetzt einen Detektor. Was ist denn ein Detektor? Ein Ding, mit dem man den Krebs verjagt? Nein, Schätzchen. Er zeigt, wie viel Strahlung in einem Fisch ist. Zeigt er auch Krebs?
Also, wenn man Fisch isst, der nicht viel Strahlung hat, dann kriegt man keinen Krebs. Ich wünschte, wir hätten so etwas gehabt, als Mama noch lebte. Und wer weiß das Ding, dass Fisch und nicht Krebs anbeißt? Sieh mal, Schätzchen, mit deinen Fragen verscheuchst du alle Fische. Geh und spiel mit den Jungs, während ich unser Abendessen fange. Ich will aber nicht. Die Jungs sind alle doof mit ihren doofen Spielen und diesen doofen Booten. Ich hab Hunger. Hat schon ein Fisch angebissen, Papa? Nein, Schatz, noch nicht. Papa, wann beißt denn einer an? Ich weiß es nicht. Lass uns noch etwas warten. Eieieiei, und da hat er gar nicht mal so Unrecht, denn ein Krebs... Papa, ich hab Hunger. Hast du einen Fisch? Nein, Schatz, nein. Warte noch ein bisschen, bitte. Einen Krebs fängt man definitiv nicht mit dieser Angel hier. Das waren nämlich mutierte Krebse, würde ich mal behaupten. Vielleicht eine Mischung aus Krebsen und Schrimps, die uns in der letzten Folge angegriffen haben. Nein, noch nicht. Okay, und die hat schon Hunger, das merkt man ganz bestimmt. Und anscheinend müssen die darauf achten, wie viel Strahlung der Fisch hat, der hier anbeißt. Und haben jetzt neuerdings einen Detektor, um die Strahlung messen zu können. Ich weiß es nicht. Lass uns noch etwas warten. Denn wenn der Fisch zu viel Strahlung hat, entwickelt sich dann der Krebs, den wir als Krankheit kennen. Und anscheinend hat das die Mutter von ihr hier und die Frau von ihm hier bekommen, leider Papa, Gottes. Oh. Ich hab Hunger. Hast du einen Fisch? Da sind ja noch ein paar Fische. Nein, Schatz, nein. Warum essen die denn nicht die? Ein bisschen, bitte. Und ganz ähnlich, hier unten, wenn wir uns das Gewässer so anschauen, da drüben ist der Rost, da sind die alten Reifen, da hängt überall der Dreck drin, dann wundert es mich nicht, dass man hier achten muss, was man hier rausfängt. Nein, noch nicht. So, ganz schön viele Fische hier, das sind, Fischer. Das sind dann vermutlich die Jungs, mit denen sie nicht spielen will, mit den Bötchen. Hallo. Okay, die scheinen sich nicht unbedingt um uns zu kümmern. Okay. Kommen wir da wohin? Nee. Von der Objektbaskaya zurück. Während wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Freakshow. Und? Die hatten dieses Viech da. Nannten es den Schrecken der Nacht. Kleine Scheiße, hässlich. Völlig verunstaltet. Liv schaut ihm in die Augen. Nachts sehe ich ihn immer noch zittern. Ah, sorry, mein lieber Freund. Sorry. Ich wollte nur mal zuhören, was ihr da so zu quatschen habt. Aber es sind alles Banditen. Mit ihnen sollten wir uns auf keinen Streit einlassen. Die haben eine Art Besprechung mit Gisli und den anderen Bossen. Da bekommt irgendjemand bestimmt Ärger. Ärger, sagst du? Deshalb macht die Hanse mobil. Die haben sogar immer ein Stück zur Seite. Als Wachen anzuheuern. Die Hanse hat welche von den Jungs angeheuert? Ha! Die werden ihnen die Karawane ausrauben, bevor sie die Station verlässt. Nicht, wenn das, was die Hanse ihnen verspricht, mehr als eine Karawane wert ist. Die erwähnen immer wieder was von einem Vorratslager. Wie auch immer, die Hanse kann es nicht allein mit Patronen rausreißen. Die finden die richtigen Worte und haben sogar zwei... Du könntest dich wenigstens an die Mauer stellen, anstatt mitten auf der Straße rumzustehen. Die Faschisten verkaufen ihre Panzerwagen an niemanden. Die verkaufen nicht nur. Die heuern an der Tschechoskaja so ein paar Soldaten. Das ist doch totaler Quatsch. Die Faschisten und die Leute anheuern... Also, Kumpel, die Hanse steckt definitiv mit den Faschisten unter einer Decke. Und die versammeln ihre Truppen nicht grundlos. Ich glaube, die wollen sich mit der Polis anlegen. Was? Genau, was? Welchen Scheißsturm die auch immer entfesseln werden. Er wird die Schlacht auf dem Platz der Revolution wie einen Spaziergang aussehen lassen. Als wenn die nichts Besseres zu tun hätten, als einen echten Krieg anzufangen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das heftig wird. Naja, also dass es zu einem Krieg kommen wird, ich glaube, das ist ja schon mal sicher. Jetzt kommt er wieder mit einem ganz schlauen Spruch. Na, diesmal nicht. Dass es zu einem Krieg kommen wird, ich glaube, das ist schon mal sicher. Aber ich glaube nicht, dass sich da Fraktionen untereinander verbünden werden. Ich glaube eher,
dass das zum Schluss zu einem quasi Team-Deathmatch mit mehreren Teams gehen, ausarten wird. Also die Hanse, die rote Linie, das Vierte Reich, wir, der Sparta-Orden und es geht um die Sechs. Die Banditen werden vielleicht mitmischen und die könnten theoretisch bei den anderen Fraktionen kämpfen. Du könntest auch endlich mal die Fresse halten, als jemand der blöd dein Maul aufzureißen, der blöde Idiot. Geht immer nur im Schritttempo hier, im Schneckentempo eigentlich, von A nach B und redet blöd. Der Vollidiot hier. So, wo waren wir? Ja, die Banditen, die könnten sich theoretisch den Fraktionen anschließen. Ja, ja, halt den Mund. Okay. So, was gibt's bei dir hier? Möchtest du etwas, junger Mann? Weiß ich nicht, was gibt's denn da? Du hast die Wahl. Es ist alles frisch. Irgendwelche schimmligen Dosen, so wie es aussieht. Naja, ich glaube, da passe ich lieber. Dankeschön. So, auch da hier wird Fisch verkauft. Und die haben tatsächlich ganz schön viel gesammelt. Der bringt den Fisch von da hinten hierhin. Und dann wird er dann wahrscheinlich mit den anderen Stationen getradet, möglicherweise gehandelt oder hier in der Station hin und her gebracht. Okay, der ist mittlerweile schon eingepennt. Da gibt es ein paar Fotos, von denen wir eigentlich schon die meisten in unserer Basis hängen haben. Ein paar Fotos aus der Vergangenheit, von draußen. Und Kinderspielzeug. Ein Auto, ein Flugzeug. Schön. Und ein schönes Dreirad. Cool. Die Alkkammer. Okay, und da ist die Essensausgabe, so wie es aussieht. Hier wird schon gewartet fleißig auf die nächste Portion. Mal gucken, ob wir was abbekommen. Ich vermute eher nicht. Da hinten werden irgendwelche Ratten, so wie es aussieht, gebraten. Okay, die Suppe muss noch ein bisschen köcheln. Das dauert noch, bis die hier bedient werden können. Na gut, da gehen wir mal weiter. Ich? Ich bin hier nur zu Besuch. So, der hat schon was. Der hier verkauft den Fisch oder trocknet ihn gerade. So, da ist schon wieder er. Ja, ja, mach du nur Witze. Ich mach auch ein und verschwinde, bevor ich hier kaufe. Okay, der will wohl eher nichts kaufen, aber die haben hier tatsächlich ganz schön viel Fisch sammeln können. Interessant, 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 interessant. So, sollen wir hier mal weitergehen oder sollen wir vielleicht eher mal darüber gehen? Da waren wir nämlich auch noch nicht bis jetzt. Weiß ich gar nicht, wo sollen wir denn hin? Ich würde fast sogar sagen, wir gehen kurz mal da nach drüben. Aber wenn wir schon mal da sind, gucken wir hier auch mal rein. Da gibt es ein paar schöne Wandkritzeleien von den Kindern. Hallo ihr zwei. So, ich klopfe immer ganz gerne an die Türen, aber das geht da leider nicht. Hey Mann, hast du meine Patrone? Hast du so viele? Na bitte sehr, hier, eine kann ich abgeben. Ich wünschte, hier gäbe es mehr Besucher wie dich. Danke. Von einer Patrone werden wir jetzt wohl nicht arm werden. Brauchst du auch eine? Nee, dem geht's gut. Als wenn es keine andere Stelle zum Rumstehen gäbe. Ja, kann ich dir aber genauso sagen, du Idiot. Geh doch woanders hin, ich will mich hier nur umschauen. Noch mehr Karten. Ich kann's nicht mehr sehen. Hättest du nicht wenigstens etwas Brot besorgen können? Wo soll ich denn Brot herkriegen? Das haben die nicht mal an der Nowokuznetskaja. Aha, da sieht man also, wie sich das Ganze in eine andere Richtung entwickelt hat. Heute Kaviar ein Luxusgut und der hier regt sich auf, weil es jeden Tag nur Kaviar zum Abendessen gibt und nicht einfach nur ein kleines, trockenes Stückchen Brot. Pass auf, du bist nicht von hier. Da könntest du einem Ortsansässigen doch mit einer Patrone oder zwei aushelfen. Na, ich hab dir doch gerade eine gegeben, da hast du halt noch eine. Danke, Kumpel, danke. Aber das sollte jetzt fürs Erste reichen, hoffentlich. Okay, da macht wohl keiner auf. Wer ist da? Wer? Okay, keine Ahnung, was der da drin gerade macht. Da oben pennt einer. Na gut, wir gehen wieder. Spannende Station auf jeden Fall. Sehr, sehr spannende Station. Und man sieht, selbst wenn die Banditen hier quasi das Sagen haben... Dennoch hält die Station zusammen. Normalerweise kämpft da jeder für jeden und die sind nicht wirklich in solchen Gruppen zu finden, sondern wenn, dann nur in Zweier-Dreier-Grüppchen, also in ziemlich kleinen Grüppchen. Aber selbst hier, jeder hält zusammen und jeder schaut, dass er irgendwie dem anderen doch noch helfen kann. Jedem hat sein Geschäft hier aufgebaut, hier wird der Fisch verkauft, der hier pennt mittlerweile schon. Also auch die Banditen können natürlich zusammenhalten. Guck mal, die sind auch weg mittlerweile. Da sind Fleisch. Guck mal, etwas zu trinken.
Mhm. Hör zu, Mann. Ich brauche sofort guten Scheiß. Fräß alles, was du hast. Aber du musst es doch irgendwie tragen. Du hast das Zeug doch auch in einer Tasche hergebracht. Gib mir, womit auch immer du es trägst. Es sind aber 10 Liter. Und wir sind zu zweit. Wie meinst du das, zu zweit? Was ist mit Demon und Siri? Die können sich selbst was suchen. Weißt du was? Du bist ein echtes Arschloch. Respekt, Mann. Was zum Teufel glotzt du so? Aber die Patronen... Unsere Patronen stecken wir dir in den Bauch. Einverstanden? Was? Na los, Bewegung. Ja, sonst bezahlen wir sofort. Hey, sieht so aus, als hätte er seine Meinung geändert. Nein, Mann, so wird das nichts. In Ordnung, lass ihn einfach. Er versteht jetzt. Gib mir die Flasche und bedank dich bei uns. Siehst du? Problem gelöst. Na los, gehen wir. Gehen wir. Mann, was für ein Brüller. Die Puppelpatrone. Eieieiei, na herzlichen Glückwunsch. Und so viel dazu, hier hält jeder zusammen. Na, das sieht man ja. Wo gehen die jetzt hin mit dem Scheiß? Ah, gehen die jetzt hier einkaufen? Bist du sicher, dass die frisch ist? Heute Morgen gefahren. Wie wäre es damit, Tolja? Warum nicht? Was der Putzen ist gleich hier. In Ordnung, gib mir die Blauflossen. Zwei Patronen. Bist du bekloppt? Hast du nicht gehört, was wir mit dem anderen Typen gemacht haben? Aber ich mache niemals. Ich geb dir niemals. Du weißt wohl nicht, wo du hingehörst, was? Wie bitte? Ich mache so immer hier. Was sind Fleisch? Du mit uns Geschäfte machen? Sag noch einmal nein, dann macht Tolian Geschäft. Nein, Moment. Was? Lebt ihn einfach. Schon besser. Nur nicht frech werden, Mann. Wenn wir dir eine knallen, dann gibt es hier überall Schlägereien. Und die können es alle besser als du. Also so besorgen sich diese beiden anscheinend hier ihr Essen und Trinken. Demon hat gesagt, die würden von da kommen. Lass uns zur Bar gehen, da können wir warten. Einfach mal die Leute hier quasi ausrauben. Den da drüben das Gesöff wegnehmen, dem hier den Fisch wegnehmen. Und jetzt gehen sie Richtung Bar, wo auch immer das ist. Irgendwo da hinten anscheinend. Aber wir wollen uns jetzt erstmal hier umschauen. Na, vielleicht kommt man denen ja später nochmal in die Quere. Gucken wir mal. Versteckte Tasche am diskreten Schultergurt. Sehr weiches Leder. Okay. Bei dem können wir nichts einkaufen. Wie sieht's da hinten aus? Mal schauen, wie es da aussieht. Was machen sie denn da? Die wollen das Schwein auf das Boot hier raufbekommen, um das wahrscheinlich irgendwo anders hinzubringen. So, die sind mittlerweile da drüben angekommen. Ich glaube aber, da gibt es keine Konversation mehr zwischen den Zweien. Nee. Okay, mit denen können wir nichts anfangen. Können wir mit dir was anfangen? Hallo. Die wollen das Schwein irgendwie auf das Schiff verladen, nur geht das natürlich so einfach nicht. Ihr seid mir ja ein paar tolle Arbeiter. Verdammte Scheiße, bewegt sich keinen Zentimeter. Keiner da, der aufmacht. Ah, na immerhin, 5 Patronen. Hätten die vielleicht mal hier vorbeischauen sollen, ihr blöden Idioten. So holen sich die ihr Essen und Trinken. Und ich sag gerade noch, ich bin so richtig erstaunt, dass die hier so gut zusammenhalten, obwohl sie eigentlich Banditen sind und die eigentlich nur für sich und ihre Leute da sind. Tja, da sieht man's. Einer raubt den anderen aus. Ja, kein Wunder, dass der Polizeichef Simon hier ein bisschen durchgreifen möchte, der stellvertretende Leiter dieser Station. So, mal schauen, was wir hier finden. Anscheinend das Lager von denen. Oder die Schlafstätte wohl eher. Ja, da macht wohl keiner auf. Hey, junger Mann, hast du vielleicht ein paar Patronen übrig? Na, ausnahmsweise. Ich bin gerade. Wie wäre es mit noch einer? Na, wie wäre es mit noch einer? Danke nochmal. Und jetzt ist aber genug hier, mein Lieber. Gerade eben haben wir erst 5 gesammelt.
So, mal gucken, was wir hier tun können. Abgesehen von Anklopfen. Bist du wegen Tolly gekommen? Er ist im Lager. Mit Kiesli. Okay, wegen dem bin ich eigentlich nicht hier, aber danke für die Info. Gibt es einen Brot, dass du da rumstehst? Verschwinde! Woanders nicht zu finden. Ich habe Kiesli diesen Monat schon bezahlt. Alles für die Gäste. Ich habe nicht! Hör auf, gegen die Tür zu schlagen! Okay, da geht nichts mehr. Hier können wir auch nicht mehr anklopfen. Wie sieht's mit den Herrschaften hier aus? Ich stehe hier nur rum. Was hat denn der überhaupt für Augen? Hui, der steht aber komplett unter Drogen, so wie es aussieht. So. Ah! Der spielt ein Lied. Ach so, ich dachte, wir können da stehlen. Der spielt uns jetzt ein Lied. Na, auch cool. Schön, schön, schön gemacht, mein Lieber. Sehr schön gemacht, auch wenn man es halt nur leise im Hintergrund hört. Aber das gefällt mir schon. Und guck mal einer an, wie es hier aussieht. Alter Falter, die hausen ja komplett im Müll. Da könnte man ruhig sich mal einen Besen schnappen und hier vielleicht mal ein bisschen durchkehren. Natürlich, wir sind hier im Untergrund. Natürlich, das alles ist nur notdürftig hergerichtet. Man sieht es auch, wenn man da nach oben guckt. Aber ganz ehrlich, zumindest die Dinge, die man reparieren kann, die man aufräumen kann, zumindest um die sollte man sich kümmern. Denn ich glaube, hier lebt niemand wirklich gern. Naja, naja, naja. Gut, das sieht in den anderen Regionen natürlich nicht anders aus als wie hier. Ob wir da jetzt bei der roten Linie sind oder im Vierten Reich oder auch bei uns zu Hause in D6, überall liegt der Dreck rum. So, das ist der wieder. Kannst du auf die Seite gehen? Ja, ja. So, bei dem waren wir schon. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Ah, da geht's bei denen weiter. Wenn du Probleme suchst, dann habe ich welche für dich. Ach so? Na, ich habe auch welche. Willst du mal baden gehen, mein Lieber? Hm? Ich verstehe es einfach nicht. Was hält dich hier? Na, was hält dich hier? Vollidiot, Blüder. So, die beiden wollen wohl nicht mit uns quatschen. Ach, da oben sitzt er wieder, der Stationschef. Cool. Und, hast du dich etwas umgesehen? Ich habe etwas für dich. Lass uns offen reden. Scheint so, dass du hier für immer festhängst. Überall abgesoffene Tunnels. Und wenn du zu Novokosnetskaya gehst, bist du vermutlich so gut wie tot. Dir sind wohl die Möglichkeiten ausgegangen. Also, hier mein Vorschlag. Du könntest einfach bei uns bleiben. Du bist jung, du kannst Dinge erledigen. Und wir haben in Lukama nichts einen Job für dich. Insbesondere seit die meisten Neuankömmlinge hier nur menschlicher Abfall von der Novokosnetskaya sind. Denk einfach mal drüber nach. Du arbeitest erstmal bei unseren Fischern, machst dich mit allem etwas vertraut. Und dann wird es dir vielleicht schon hier gefallen. Wir könnten sogar ein nettes Mädchen für dich suchen. Nun, ich will dir keinen Druck machen. Ruh dich erstmal etwas aus und halt dich vom Ärger fern. Die Banditen scheinen heute besonders streitlustig zu sein. Na, das ist ja mal ein sehr spannendes Angebot. Da könnten wir theoretisch sofort aufgenommen werden hier in dieser Station, aber das ist definitiv nicht das, was wir vorhaben. Das hier ist nämlich nur eine kleine Zwischenstation. Wir haben nämlich was ganz anderes vor. Wir wollen mit Pablo reden, der Freund, der uns verraten hat, den wir jetzt eigentlich nur noch Feind nennen können. Und unsere eigentliche Hauptaufgabe ist es ja, den Kleinen, den Babyschwarzen zu finden. Und eben, diese Station ist ein Zwischenhalt in dieser gesamten Reise. Aber ein nettes Angebot finde ich auf jeden Fall. Der ist anscheinend immer bemüht, um neue dynamische Leute hier in die Station zu bringen, denn er weiß ja ganz genau, dass die Station, wenn man nur den Leuten da unten traut, wohl eher früher oder später den Bach runtergehen wird. Wir haben ja gerade gesehen, wie die manchmal miteinander umgehen. Natürlich, das war jetzt kein Beispiel wahrscheinlich, was man auf die ganze Station übertragen kann, aber dennoch. Und wir haben hier gleich mal den ersten Eintrag in Venedig, den wir lesen können. Das unterirdische Venedig ist eine seltsame Stadt. Drei Stationen, die halb mit Grundwasser überflutet sind. Die Alten sagen, dass es früher noch eine andere Stadt mit dem Namen gegeben hat. Sie sagen auch, dass sie die schönste Stadt der Welt war.
Wer weiß, was daraus geworden ist. Ja, Venedig in Italien. Und jetzt wissen wir zumindest mal, woher diese Station hier den Namen bekommen hat. Okay, ich wollte gerade sagen, wir können vielleicht nach hinten gucken, ob wir da was mitnehmen können, aber wir können da gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir wieder. Finde ich nett. Macht uns gleich mal ein Angebot. Einen Job könnten wir hier finden, wir könnten fischen gehen. Aber, mein Lieber, das ist leider nur ein Zwischenhalt auf unserer langen Reise Richtung Ziel. Willst du einen auf die Nase oder was? Bäh. Was hat er da? So einen Fisch. Na gut, gehen wir mal hier lang. So wie es aussieht, geht's da zur Waffenkammer und zum Shop. Und da geht's zum Markt. Oh, hier, da unten werden die Schweine gehalten, mitten im Dreck. Na gut, die Schweine leben im Dreck. Das ist ja ihres quasi. Wühlen sich ja auch darin, aber das sieht schon sehr notdürftig aus hier. Das sieht schon sehr notdürftig aus. Immerhin, sie haben was zum Essen. So, auch hier die Banditen. Da werden wohl entweder Fische angelockt. Ne, da wird gerade das Schwein gefüttert. Guck mal. Aber der wirft doch das in den Fluss hinein. Oder sind das vielleicht die Fische, die zu verstrahlt sind, um verspeist zu werden? Muss er die wieder zurückwerfen? Wer ist da? Philin, bist du das schon wieder? Nein, eigentlich nicht. Schon wieder betrunken? Ich mach mich da. Sieh zu, wie du klarkommst. Ich erkenne dich ja nicht einmal. Geschlafen. Ich habe dir gesagt, dass es aus ist zwischen uns und wage es bloß nicht zurückzukommen, hörst du? Na, immer wieder spannend, was wir hier so hören können. Cool. Oh. Und da geht's anscheinend Richtung Bar. Guck mal einer an. Überall wurden hier die Behausungen hingebaut. Oben, unten, irgendwas notdürftig hergerichtet. Und überall wird hier gefischt. Und wenn wir uns das da eben unten anschauen, überall der Dreck, der Rost, der Schmutz. Da wundert es mich nicht, dass man nicht hier eben ganz genau darauf achten muss, was man da essen kann und was nicht. Aha. Seid ihr taub, oder was hast du gesagt? Raus hier! Aber wir sind schon eine halbe Stunde. Mir reicht das einfach nicht, was? Wisst ihr, wer ich bin? Sollen wir rausgehen? Was zur Kreuzdocher? Ich habe gesagt, raus! Schon gut. Und nehmt euren Scheiß mit. Klar. Was dauert das so lange? Hey, komm und nimm unsere Bestellungen. Schon gut, sofort. Durch. Verängstige die Mädchen nicht. Zwei Steaks und Mondschein. Sofort. Mein Kumpel hat sofort gesagt. Schon gut. Kommt alles sofort. Beruhig dich. Sag mal, wofür brauchst du all diese Patronen? Wenn du die Dinger gesehen hättest, die außerhalb von Venedig lauern, würdest du nicht solche Fragen stellen. Die Patronen sind einfach von seinem Panzer abgeprallt. Die einzige Schwachstelle war in seiner Mund. Gute Panzerung, sagst du? Verdammt, sag deinen Leuten, sie sollen mir eine Weste daraus machen. Ich gebe dir etwas Salz und etwas verdammt gutes Gras. Hab ich schon versucht. Keine Chance. Sobald das Zeug trocknet, wird es brüchig wie Glas. Wenn du es trotzdem probieren möchtest, können wir dir ein paar Stücke besorgen. Aber wir jagen normalerweise nur die Jungen. Die sind leichter zu erledigen. Wir versuchen, die großen Männchen zu meiden. Und ich frage mich, wer diese Leute hier sind. Wir sehen nämlich, dass die hier genau dieselbe Uniform oder Kleidung zumindest anhaben, mit dem Kreuz nämlich hinten drauf und auf der Seite, wie die beiden von da drüben. Die beiden, die quasi den Fischer ausgeraubt haben. Auch die hatten dieses Kreuz auf der Seite und hinten am Rücken auf ihrer Jacke und die zwei haben genau dasselbe. Sind das möglicherweise eine größere Gang? Sind das möglicherweise die richtigen Banditen und all die anderen sind nur irgendwelche anderen, die halt in dieser Station ihre Behausung gefunden haben, die jetzt hier einfach wohnen und sich denen quasi unterordnen müssen? Ich weiß nicht genau, vielleicht können wir da noch früher oder später was rausfinden. So, da hinten geht nichts mehr. Hey, wenn du Probleme suchst, dann habe ich welche hier für dich. Ja, ich aber auch mit dir gleich, mein Lieber. Halt mal lieber den Mund. So, was gibt's bei dir hier? Wie ungewöhnlich. Ein neues Gesicht. Hau. Grüß dich. Bleibst du? So, was gibt's da Schönes zum Saufen? Ist dir na, danke schön. Was ist denn das hier? Gut, das ist wahrscheinlich der
Pilzschnaps. Ja, Prost. Noch eine? Na, ich weiß ja nicht. Was sagst du denn dazu? Sollen wir noch einen nehmen? Na komm, wir nehmen noch einen. Dankeschön. Prost. Gutes Zeug. Wie wäre es mit einer Patrone? Noch eins? Oh, guck mal, die verändert sich, die Frau hier. Ach, das ist ja geil gemacht. Die hier auch? Nee, die sehen immer noch gleich aus. Guck mal eine an, die Frau verändert sich. Die Frau verändert sich. Das war vorher eine alte. Und jetzt ist es mittlerweile eine ganz junge, mit schönen roten Haaren. Noch eine, komm. Jetzt geht's aber richtig los hier. Oh, na, gleich einen doppelten, auch okay. So. Prost, Errungenschaft freigeschalten. Okay, ich glaube, jetzt bleibt sie mittlerweile so, wie sie ist. Wir nehmen nochmal einen. Komm. Ich glaube, wir haben uns schon wieder ausgenüchtert gerade. Eieieiei, nochmal runterschütten den letzten. Auch. So, ich glaube, jetzt soll es aber dann bald reichen. Die ändert sich nicht mehr, die bleibt so, wie sie ist. Na komm, noch eine. Heute saufen wir uns richtig nieder. Ich bin ja überhaupt kein Alkoholtrinker in Real Life. So, aber einmal geht noch. Oder? Oder ist zu viel? Oder kotzen wir dem gleich hier auf den Tisch? Eieieiei, komm runter mit dem Gesöff hier. Bleh. Ich glaube, das war einer zu viel. Au. Komm schon, bring die Flasche gesammelt für. Genug geredet. Sag schon. Oh. Das ist die Frau wieder. Die alte. Von gerade eben. Na, das finde ich ja richtig geil gemacht. Umso betrunkener man wird, umso anders sehen die Gäste dann aus. Umso attraktiver. Schön. Na, guck mal einer an, was man da alles tun kann in Venedig. Und wir sind wieder hier. Die Frage, sind die noch hier? Nee, die sind mittlerweile weg. Genauso wie die da drüben mit dem Schwein. Also mittlerweile sieht es hier ein bisschen anders aus als vorher. Da kommt der mit seinem Bütchen. Können wir hier wieder anklopfen? Nee. Okay, und mittlerweile ist die Bar auch ziemlich leer geworden. Och, was ist denn mit ihm los? Die Möbel, die Tische, die Stühle. Was mache ich jetzt bloß? Was zum Teufel willst du hier, du Arschloch? Hast du nicht schon genug? Schau dir an, was du und deine Freunde hier angerichtet habt. Meine ganze Bar zerlegt, alle Gäste verkraut. Was soll ich jetzt machen? Wer bezahlt mir das? Du? Ich wünschte, ich hätte dich nie gesehen. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt muss ich alles reparieren. Alles reparieren. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen zu sehr. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Aus dem Fenster gelehnt. Wer hätte gedacht? Ah, da unten das Blut, nur der hat nichts mitbekommen von dem Ganzen. Da unten das Blut, ich glaube, wir haben gekämpft mit denen. Ich glaube, wir haben gekämpft mit denen da unten. Na komm, wir müssen dem das zahlen, auch wenn wir dann gleich keine Patronen mehr haben, aber das war unser Werk. Wir müssen ihm das zahlen. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber du bist hier immer willkommen. Wenn wir uns nicht zusammenreißen können und ich glaube, wir hätten irgendwann dazwischen aufhören sollen, dann müssen wir ihm das jetzt hier zahlen. Jetzt haben wir zwar nur noch 224 Patronen, aber müssen wir mal schauen, wie wir mit ihnen klarkommen werden. Das war unsere Schuld. Es tut mir leid, ich kann mich nur entschuldigen. So, weiter geht's. Da unten düst er mit seinem Fahrzeug immer noch rum, mit seinem Bötchen. Ah, ich glaube, das sind die anderen Gäste von der Veranstaltung da oben. Wir haben uns, glaube ich, mit denen geprügelt. Das war nämlich ihr Tisch hier auf der Seite. Schade, dass wir davon nichts mehr gesehen haben. So, der ist ins Boot gefallen.
Und der setzt sich auch mal rein. Na, vielleicht rudern sie ja weg, tatsächlich. Hey, Leute! Ich habe hier ein paar tolle Messer. Habe sie selbst geschliffen. Gut zum Rasieren. Und die rudern tatsächlich irgendwohin ins Ungewisse. Wenn der aufwacht, den wird der Schlag treffen, habe ich das Gefühl. So, was gibt's hier? Ratten zum Verkosten. Lecker Schmecker. Guck mal einer an. Ein halbes Dutzend Ratten und da hinten werden schon die nächsten geschlachtet. Aha! Ein kleiner Spanner, guck mal. Was kann ich für dich tun, junger Mann? Da gibt's eine kleine Privatshow da hinten. Ja, ja, ja. Nur nicht schüchtern sein. Ich glaube aber auch. Wenn du mit mir nichts zu tun haben willst, dann geh bitte zur Seite. Der gönnt sich hier so eine kleine Privatshow da hinten. Guck durchs Fenster, ohne zu bezahlen. So, und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei unserem Handelsplatz angekommen. Hallo? Er spielt wohl Frau, hä? Was? Gut, was gibt's bei dir hier Schönes? Minen! Sorgen für eine Bombenstimmung! Eigentlich haben wir ja alles dabei, was wir hier brauchen. Wir können theoretisch ein bisschen was verkaufen von dem Zeug. Wir stellen wirklich gutes Zeug her. Kauf dir was! Oh, so viel hätte man nicht verkaufen müssen. So, dann haben wir zumindest mal wieder ein bisschen was am Konto. 242. Ach, ich würde sie lieber selbst behalten. Auch von denen hier können wir vielleicht mal zwei verkaufen. Und von dem Wurfmesser mal eins. Auch wenn wir nicht viel Geld dafür bekommen. 247 haben wir. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Mal gucken, was wir hier sonst noch so kriegen können. Okay, wir haben hier also die Möglichkeit, anscheinend so einen kleinen Schießstand zu betreten. Das klingt ja interessant. Okay, bei ihm müssen wir den Betrag hinterlegen. 10 sind es. Na gut, ich würde sagen, wir gucken uns doch mal ganz kurz hier hinten um und dann machen wir den Schießstand in der nächsten Folge. Die Abmachung war, dass du alles verkaufst. Tut mir leid, es ist einfach anders gelaufen. Die Ware, Schwachkopf. Vielleicht lasse ich dir die Kleider, die du am Leib hast. Sieh mal, ich werde alles zurückgeben. Ich brauche nur schon, etwas zu schüchtern. Stopp! Gib uns unsere Ware. Na los, denk nach, wo du unser Geld hast. Denk schneller, wir warten nicht lange. Bist du hirntot, Mann? Gott zum Teufel ist unser Geld. Und dabei verdienst du auch mein Geld. Leute, ich habe nichts. Das Geschäft hier ist gestorben. Morgen habe ich alles beisammen. Morgen am Arsch. Jetzt. Wo sind die Waffen? Ich besorge alles. Ich schwöre es. Okay, der hat sich also auf irgendwelche Deals eingelassen. Wir brechen dir gleich den Hals. Wo ist unser Zeug? Na los, denk nach, wo du unser Geld direkt hast. Schießen, schnell denk schneller. Schießen. Wir warten nicht lange. Der hat sich wohl auf irgendwelche Deals mit den Banditen hier eingelassen. Und auch die, man sieht es hier links und rechts, haben wieder das Kreuz auf der Seite und hinten am Rücken. Also ich glaube, das hier sind die tatsächlichen, wirklichen Banditen. Und die anderen, die in normaler Zivilkleidung herumlaufen, sind dann wohl die, die einfach nur so hier wohnen. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, nochmal anklopfen können wir nicht. Was ist denn los? Ich habe meinen Teddy verloren. Stimmt, alles ist gut. Wir werden deinen Teddy schon finden. Nicht weinen. Wo bist du denn heute gewesen? Ich wollte ihnen den Schießstand zeigen. Dann bin ich angebrüllt worden und weggelaufen. Nicht so schüchtern, wo du unser Geld hast.
Gut, das war's dann wohl anscheinend. Da antwortet die Mutter gar nichts mehr. Sie ist im Schockzustand vermutlich. Den Schießstand wollte er ihm zeigen und der ist ja gleich da hinten. Und ich vermute mal, wenn wir uns da nicht allzu blöd anstellen bei diesem Schießstand, dann bekommen wir möglicherweise als Geschenk den Teddy von ihm. Würde mich jetzt nicht wundern, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Da machen wir mal eine kleine Folgenpause. Haben ja schon den Großteil, denke ich mal, gesehen von der Venedigstation und können uns in der nächsten Folge dann hier oben um den Schießstand kümmern. Dann habe ich gesehen, da hinten geht es noch mal ein bisschen weiter. Mal gucken, wo wir dorthin kommen und dann geht es dann nach oben ins Bordell, so wie es aussieht. Und da bin ich auch schon mal gespannt, was wir dort zu sehen werden. Wir sehen uns lieber wieder, liebe Freunde, und zwar in der nächsten Folge. Morgen geht's weiter hier mit der nächsten Runde von Let's Play Metro Last Light in der Redux-Version. Bis dahin, tschüss!